Ja, aus Sicht der CDU-CSU-Bundestagsfraktion erwartet uns eine spannende und wichtige Sitzungswoche. Ein Kernthema ist ohne Zweifel die Regelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Dazu sind sogar Grundgesetzänderungen erforderlich. Wir haben die Angleichung der Ost-West-Renten zu beschließen. Wir haben die Renten für Erwerbsminderung zu beschließen. Und letztlich eine Reform der Betriebsrenten steht auch auf der Tagesordnung. Ja, und sehr prominent werden wir am Freitag dann auch die digitale Agenda diskutieren und debattieren. Ein Querschnittsthema für Innenpolitiker, für Wirtschaftspolitiker, für Verkehrs- und Infrastrukturpolitiker. Denn ohne Zweifel unter dem Stichwort Industrie 4.0 wird nicht nur die Arbeitswelt ein Stück weit sich verändern müssen, sondern auch die Politik muss sich darauf einstellen, welche großen Herausforderungen es zusammen mit der Digitalisierung gibt. All dies sind einige wichtige Punkte für diese Sitzungswoche und ich glaube, da wird es wiederum spannend und die Koalition wird unter Beweis stellen können, dass wir auch wichtige Themen noch bei einer Legislaturperiode, die langsam zu Ende geht, auf den Weg kriegen und beschließen können.